Mein Name ist Margit Röhle. Ich schreibe seit 12 Jahren Büchern, habe angefangen mit Kinderbüchern. Da gab es zuerst die Mira-Trilogie und dann habe ich Bücher für Jugendliche geschrieben. Unter anderem ein Buch, das hieß Deleted, dann habe ich Dark Noise, God's Kitchen und den Zwillingscode geschrieben. Und jetzt, das letzte Buch, das ich geschrieben habe, ist ein Buch für Kinder und das heißt Nelumbia. Nelumbia ist ja ein Fantasieland und es ist ja ganz neu, frei erfunden. Was muss man denn dabei beachten, wenn man ein ganz neues Land erfindet? Also es gibt hier vorne eine Karte und eigentlich fing wirklich mit dieser Karte alles an. Und dann muss man sich halt so Sachen überlegen, okay, also hier ist ein Berg und wo fließt dann der Fluss? Und dann ist natürlich, dann kommt der nächste Gedanke, der Fluss muss ja von dem Berg herabfließen und dann in das Meer rein. Und welche Zuflüsse gibt es zu dem Fluss und auf welcher Seite liegt die Stadt? Wo liegt dieses wilde Land? Und das hat mir wahnsinnig geholfen, die Karte zu haben, weil danach... Damit es auch alles Sinn ergibt. Genau, also das hat ziemlich lang gedauert, bis ich diese Karte hatte, aber dann hatte ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie dieses Abenteuer aussehen wird und wo die hingehen. Welchem Land ist denn Nelumbia am ähnlichsten? Das ist eine gute Frage. Es ist eigentlich ein ursprüngliches Land, wo es im Moment keine Menschen gibt. Also es ist vielleicht so, wie ich mir Mitteleuropa, also hier eigentlich unser Land, vor vielen tausend Jahren vorgestellt habe. Ja. Also es gibt noch diese ganzen Wälder, weil also alles hier, auch wo wir stehen, da standen überall Buchen, Ahornbäume und die waren riesig und es gab wenig Menschen, die haben so kleine Lichtungen bevölkert und so ein bisschen stelle ich mir Nelumbia so vor, wie eigentlich unser Land hier war, mal vor langer Zeit. Hat der Name Nelumbia eine bestimmte Bedeutung? Ja, aber die verrate ich nicht, die wird auch im ersten Buch nicht gelöst. Das ist ein Rätsel, das nicht gelöst wird, aber das kommt im zweiten Buch vor und an dem schreibe ich gerade. Alles klar. Genau. Viele Länder haben ja ein Motto. Was ist denn Nelumbias Motto? Finde deine Pflanze. Okay. Ich glaube, es geht tatsächlich um die Versöhnung zwischen Menschen und Natur. Ja. Und es geht darum, dass wir eine tiefe Sehnsucht nach der Natur in uns tragen und auch nach diesen wilden Wäldern, die mal hier waren. Und ich glaube, dass das ganz tief in uns Menschen drin ist. Und das sieht man zum Beispiel jede Topfpflanze, die sich irgendjemand in die Küche oder ins Wohnzimmer stellt, ist eigentlich ein Ausdruck von dieser tiefen Verbundenheit, die mal zwischen Menschen und Pflanzen geherrscht hat. Und die Kinder in dieser Abenteuergeschichte, die empfinden das ganz stark, dass es eben mal diese Verbindung gab. Und die sehnen sich quasi ihr Leben lang nach dieser Natur, nach diesen Bäumen und den anderen Pflanzen. Und das trägt eigentlich die Geschichte. Voll die interessante Sicht. Viele Menschen mögen ja gar keinen Löwenzahn. In deiner Geschichte jedoch ist es ja ein wichtiger Charakter. Warum hast du denn den Löwenzahn gewählt? Das kommt ganz am Anfang vor. Der Löwenzahn ist eine Pflanze, die immer wieder kommt. Also das ist die wird rausgerissen von den Gärtnern eigentlich immer, weil man sagt, der Löwenzahn und der überwuchert alles. Aber eigentlich ist es eine tolle Pflanze, weil die ist total stark. Und die ist eigentlich sehr klein und nicht besonders auffällig wie, was weiß ich, Lilien oder andere imposantere oder Rosen. Aber dieser Löwenzahn ist total stark und klein und er ist uralt. Also so. Und das ist etwas, also mir hat es total gefallen, dass er immer wieder kommt und dass er eigentlich so eine mutige Figur ist, ohne so wahnsinnig besonders zu sein. Würdest du es als Unkraut bezeichnen? Nein, weil das, was wir Unkraut bezeichnen, ist ja nur eine Definition von uns. Also wir haben uns angemaßt, die Natur zu kartografieren, uns die einzuteilen und zu sagen, das ist Unkraut, also Unkraut im Sinne von schlechtes Kraut und das ist gut. Und das ist eigentlich eine totale Anmaßung von uns Menschen. Und deswegen gibt es eigentlich kein Unkraut. Es gibt Pflanzen. Und
wie wir die sehen und wie wir sie nehmen, das ist eigentlich unsere Sache, aber sie leben für sich. Mit welcher Pflanze würdest du dich identifizieren? Das ist echt eine gute Frage. Lustigerweise habe ich mich noch nie damit richtig beschäftigt. Ich glaube, ich würde schon, also wenn ich mich verwandeln könnte, also das ist ja eigentlich so ein bisschen die Geschichte, dass man sich verwandeln kann. Ich glaube, ich wäre gern ein Baum. Okay, ja. Irgendein bestimmter Baum? Laubbaum, Nadelbaum? Definitiv ein Laubbaum. Eine Kastanie. Ich glaube, Kastanien finde ich total schön. Und die haben so tolle Blätter. Und ich glaube, eine Kastanie würde mir gut gefallen. Woher kam denn die Inspiration für die lebenden und sprechenden Pflanzen in deinem Buch? Das ist auch eine ziemlich gute Frage, weil das Spannende war ja, dass diese ganzen Pflanzen, und das war auch die Herausforderung bei diesem Buch, war, dass man diesen ganzen Pflanzen einen Charakter gibt. Also die sind jetzt nicht nur in anderen Geschichten so schmückendes Beiwerk, dass man sagt, okay, da gibt es einen Wald und da gibt es einen Busch und so, sondern die leben ja richtig und haben Gefühle und können sprechen. Und meine Inspiration war immer, ich gehe wahnsinnig gerne wandern. Und ich gehe die Isar entlang in München und zwar immer weiter. Also das macht mir total Spaß, dieses Gefühl, dass man da immer weitergehen kann. Und da gibt es wahnsinnig tolle Bäume und umgestürzte Bäume und Kiesinseln. Und so ein bisschen war die Isar die Inspiration für die silbernen Wasser, für den Fluss, der da vorkommt. Aber auch die Pflanzen waren die Inspiration für mich. Die wollte ich eigentlich so abbilden. Also so, und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie sprechen die? Ja, also wenn der Wind durch die Blätter fährt, dann fangen sie an zu sprechen. Oder wie sie sich ringeln oder wie, das war eigentlich so ein bisschen die Inspiration, diese vielen Spaziergänge. Wenn es Magie bei uns geben würde, was für Magie würdest du dir wünschen? Zum Beispiel sprechende Pflanzen oder sowas? Also wenn es jetzt wirklich Magie geben würde, was würde ich mir wünschen? Ich glaube, ich würde fliegen können. Ja. Ich glaube, das wäre mein absoluter Traum. Aber es hat nichts mit Pflanzen zu tun? Ich glaube, also was ich wahnsinnig gerne, was ich ganz toll finde, ist, oder die Vorstellung finde ich total spannend, wir sind ja nicht die einzigen, also wir Menschen meinen ja immer, wir sind so die einzigen Wesen, also lebendigen Wesen, die fühlen und empfinden auf der Erde. Und das sind wir nicht. Es gibt Tiere, es gibt die Pflanzen und die, woher wissen wir, dass die nicht auch empfinden und fühlen, aber halt auf eine ganz andere Art, als wir es tun. Und die Vorstellung, mal sozusagen eine Pflanze zu sein oder auch ein Tier zu sein, das würde mir auch Spaß machen. Ist vielleicht sogar noch besser als fliegen, weil wenn man diese Möglichkeit hätte, dann könnte man ja vielleicht fliegen. Ja. Ja? Also so. Als Gänseblümchen. Ja, oder auch, also zum Beispiel, das kommt auch in der Geschichte vor, Dandelion am Anfang, der löst sich in seine Schirmchen auf und der fliegt dann. Und das war auch zum Beispiel so eine Sache, dass... Stimmt, Pusteblume oder so. Genau, ja. Genau. Und dann gäbe es auch die Möglichkeit, also diese Vorstellung, in ein anderes Individuum reinzuschlüpfen und sozusagen die Welt so zu empfinden wie das fände ich toll. Bist du eher ein Naturmensch oder ein Stubenhocker? Ja. Das ist eine gute, weißt du was, sowohl als auch. Also ich sitze echt auch gerne in der Stube und schreibe, das macht mir Spaß und fühle mich da auch wohl und mag es gerne so gemütlich und mag gerne meinen Kaffee und so. Aber ich gehe auch gerne raus, also ich mache eigentlich beides gerne, weil ab und zu zieht es mich einfach raus, auch wenn das Wetter nicht gut ist. Ich finde, das ist dann irgendwie immer so ein bisschen Abenteuer. Ich empfinde draußen sein auch immer so ein bisschen wie ein Abenteuer. Wo schreibst du denn am liebsten? Ich gehe ziemlich oft ins Café, weil ich, also ich habe immer ein Problem zu Hause. Da gibt es Internet und da gibt es viele Dinge, die man putzen könnte oder so. Und deswegen gehe ich eigentlich ziemlich gerne ins Café, weil da gibt es kein Internet. Und, weg von den Ablenkungen. Weg von den Ablenkungen. Niemand will was von mir. Und ich kann mich da hinsetzen, ich kann meinen Kaffee trinken, der meistens gut ist und... Manchmal höre ich so ein bisschen zu, was die Leute sprechen, da kommt so ein bisschen Musik und dann kann ich ganz gut schreiben. Das Thema Versöhnung von Mensch und Natur ist dir ja sehr wichtig. Warum ist das denn so? Ich glaube, weil ich so oft an Orte komme, wo ich merke, dass es diese Versöhnung nicht gibt oder dass das alles so ein bisschen trostlos und traurig ist und es gibt irgendwie keinen Baum und es gibt keine Wiese und es gibt nichts, was wächst. Und das finde ich oft wirklich...
ich finde es traurig. Ich finde auch vieles, was wir der Natur angetan haben, Stichwort Klimawandel oder so, das ist ja wirklich, ich glaube, das ist ein total drängendes Problem in unserer Zeit auch gerade, dass wir durch einen totalen Raubbau, den wir betrieben haben, dass wir der Natur so geschadet haben und letztendlich auch uns selber. Und mir ist das total wichtig, dass wir wieder im Empfinden kriegen, dass wir nicht alleine auf dieser Erde sind und dass wir auch nicht so mächtig sind und alles bestimmen und uns untertan machen können. Was tust du denn, um die Natur zu schützen? Also ich fahre nicht Auto. Ich fliege nicht, also ich versuche, also wenn ich irgendwo hinfahre, versuche ich mit dem Zug zu fahren, weil das auch relativ CO2-neutral ist. Ich versuche nicht so viel Fleisch zu essen, also eigentlich recht wenig, weil das natürlich viel, ist ja auch besser, ne? Ressourcenschonender, wenn wir uns eher... Aber ganz Vegetarierin bist du nicht, nee, oder? Nee, bin ich auch nicht. Also ich esse ab und zu, sehr selten esse ich mal Fleisch, aber ich bin nicht Vegetarierin, nee. Und ja... Es fällt mir noch ein, wir haben einen kleinen Schrebergarten und da baue ich Pflanzen an und habe Bäume und so. Und das glaube ich auch ist ein bisschen ein Beitrag zur Artenvielfalt, ne? mit den ganzen Pflanzen und so. Deine Geschichten spielen ja meist in utopischen und dystopischen Welten. Ja. Meinst du, das sind nicht so schwierige Themen für Kinder und Jugendliche? Ich glaube, die sind schwierig, aber... Ich glaube, das sind auch ganz wichtige Themen und ich glaube, dass sich viele Kinder und Jugendliche damit beschäftigen. Und ich möchte auch keine Bücher schreiben, wo man dann das Gefühl am Ende hat, oh, es ist alles schrecklich und man kann eh nichts ändern. Sondern im Gegenteil, eigentlich wäre es schön, wenn man das so ein Buch liest und dann sich denkt, boah, ich könnte vielleicht was tun, ich könnte vielleicht einen kleinen Beitrag leisten, dass wir hier besser leben können, dass wir uns wieder mehr mit der Natur versöhnen. Welche Entwicklungen in der heutigen Zeit beschäftigen dich denn am allermeisten? Also ich glaube, es ist tatsächlich der Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt. Also die verschiedene Faktoren, dass es immer schwieriger wird, eigentlich mit den verschiedenen Wetterphänomenen auch zurechtzukommen, dass es wahnsinnig heiß wird, dass es irrsinnig trocken wird, wärmer. Damit zusammenhängt natürlich, das betrifft ja nicht nur uns, das ist ja ein globales Problem. Wir haben große Fluchtbewegungen von Menschen, die zu uns kommen. Wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir Raum? Wie können wir diese Dinge lösen? Und ich glaube, das sind total wichtige Sachen. Und ich schätze auch, dass man viel mit Innovation und Technik auch lösen kann. Also zum Beispiel mit Solar, mit Windenergie, mit Biogasanlagen, mit Wasserkraft. Und ich glaube, dass wenn man wirklich aufhört, die ganzen fossilen Brennstoffe zu nutzen und wirklich auf die Renewables, also die erneuerbaren Energien umsteigt, dass das wahnsinnig wichtig ist und dass man seinen ganzen Innovationsgeist und Ding dahin werfen sollte. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel auch eine Lösung für Leute, die zum Beispiel aus Afrika kommen. Da könnte man große Solarkraftwerke bauen. Also das und sozusagen auch die Bedingungen schaffen, dass die Leute dort gut leben und nicht fliehen müssen. Ja. Hast du schon versucht, mit KI Teile von deinem Buch zu schreiben? Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe versucht, ich muss gestehen, es war nicht so clever, ich habe versucht, mir ChatGPT runterzuladen, das habe ich dann auch gemacht. Dann hieß es irgendwie, kommt erst in 3 Wochen und dann habe ich es nie wieder versucht. Also ehrlich, ich schwöre es, ich habe noch nichts mit ChatGPT geschrieben. Also, aber ich muss es vielleicht mal ausprobieren, weil alle davon reden, ja. Inspirieren dich denn deine Töchter, dich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen? Total. Also ich meine jetzt, meine jüngere Tochter, die ist in einer WG, wo die tatsächlich auch so eine Biogasanlage gebaut haben, was ich total cool finde. Und das inspiriert mich schon. Also die hat mir auch letztens erzählt, es gibt eine Bewegung, die heißt Solar Punk, was ich total interessant finde. Es gab ja mal Steampunk, es gibt Solar Punk, wo man irgendwie sagt, man findet tatsächlich technische Lösungen und kluge Lösungen für die drängenden Probleme, vor denen wir stehen. Wer darf deinen Text als erstes lesen? Meine Freundin Steffi, die auch Schriftstellerin ist, der schicke ich immer meine Texte und da höre ich sehr drauf, was sie sagt. Gab es ein Thema, worüber du jetzt noch gerne schreiben würdest? Ja, also ich glaube, es bleibt schon so ein bisschen auch mit
Also ich beschäftige mich schon so mit der Zukunft und wie das weitergehen könnte und wie wir die Probleme vielleicht hier lösen. Und ich glaube, was für mich immer spannend ist, ist diese, sich vorzustellen, in andere Lebewesen zu schlüpfen und sozusagen ein anderes Bewusstsein zu haben. Ich glaube, das ist immer, das kann man natürlich in der Fantastik toll machen. Und ich finde das spannend, weil das ist, glaube ich, das Privileg von Schriftstellern, dass sie wirklich aus sich selber rausgehen können und in andere Wesen und Personen hinein. Hast du einen Musikwunsch, den wir für dich im Radio spielen sollen? Wisst ihr was? Spielt doch Feeling Groovy von Simon und Garfunkel. Okay, kennt ihr wahrscheinlich nicht? Nee. Aber wir können es gerne spielen. Ja, cool. Ja. Kannst du unsere Hörer noch mit deinem Namen und deinem Buchtitel grüßen? Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Südpol Show auf 92,4. Mein Name ist Margit Röhle und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Interview zum Thema Nelumbia. Das ist das Buch, das ich geschrieben habe. Vielen Dank für das Interview. Danke.